So, hallo miteinander. Willkommen zurück zu Total War Empire mit Torrin Gent. Da mein Stream gerade abgeschmiert ist und du was nicht mehr will, ich mache hier schon nachts nochmal ein paar Folgen auf. Wunderprächtig. Wir belagern ja weiter in Dänemark, beziehungsweise wir belagern Kopenhagen, um genau zu sein. Mir fühlt sich alles dumpf an und meine Nase läuft, weil ich eben echt scharfen Scheiße gegessen habe. Pepperonis. Vom Feinsten. Sollen uns aber nicht weiter stören. Heiß sind wir sowieso drauf auf weitere Eroberung. Ich bin gespannt, ob die Dänen rauskommen. Oder ob wir sie tatsächlich angreifen müssen. Das wird halt ein massives Ding. Ja, Mörser da drin. Zwei Regimenter Mörser. Was nicht so geil ist, weil die teilweise auch relativ tödlich sind. Die sind im normalen Game, sind die echt relativ harmlos, da passiert nicht viel. Aber hier bei Darf, zumindest habe ich so in Erinnerung, ja, vor vielen Jahren, da waren die doch relativ heftig. Oh meine, warte mal, waren das? Waren das Dänen oder waren das Savoyen-Schiffe? Nicht noch mehr Schiffe. Oh, guck mal, sehr schön. In Finnland sind die schönen Wege fertig. Ja. Also super, ne? Ja, ich hätte auch gerne ein Empire 2, muss ich auch sagen. Das ist bei mir, wenn ich ganz ehrlich bin, genauso hoch auf dem Erwartungsding wie ein Medieval 3. Ich hoffe einfach nur, dass sie nicht auf die Idee kommen, hier irgendwelche Einzeleinheiten irgendwie aufzustellen, die, naja, ihr wisst schon, als Helden oder sowas agieren oder so ein Mist. Das ist okay in Warhammer, ich finde es aber in allen anderen Spielen. Bei Three Kingdoms hat es gepasst, wegen der Saga. Aber, ne, bei Troy... Da ist es halt schon wieder ziemlich nervig. Das kann man selber effektiv nicht aufstellen, ausstellen. Bei Troy ist es halt schon wieder gar nicht mehr möglich. So, wir haben 8900. Oh mein Gott, ist das das ist das Menor-Hospital? Was ist denn der Unterschied zwischen euch? Schon runter. Leichte Galeeren, Schaluppen, Bombardierschiffe, Schwerde erste Klasse, Linienschiff erster Klasse und die Rasee. Du bringst mir erster Klasse, Linienschiff erster Klasse, Dampfschiff. Dampfmaschine, hä? Ja. Stehe. Ich denke, wir werden uns jetzt auch mal ein zweites Linienschiff zweiter Klasse gönnen. Wir haben ja eins schon. Wie heißt das Schiff? Ostsee? Nein, das heißt... Das ist so teuer, aber... Wir haben jetzt auch schon einige Upgrades und so hier durchgeführt. Was könnten wir noch machen? Sehr viel mehr Wohlstand. Ja, komm, mach das mal. Und hier bauen wir weiter an unserer großartigen Dragoner-Armee. Das ist halt die Frage, ob wir... Also, der General soll es ja anführen. Seid ja Pferdeartillerie. Alle drei. Das heißt. Oh, guck mal einer an, hä? Ja, oder. Bau hier mal eine Miliz. Weißt du was, dann bleibt einfach stehen. Ja, wir machen das so, dann gehen wir mit den Jungs dann darüber und dort werden die neue Armee dann ganz aufstellen. Rekrutierung. Ich glaube, wir können noch mindestens einen dieser speziellen schwedischen Dragoner. Ah, ne, zwei Stück noch. Naja, diese Runde nur ein. Passt schon. Was, dass ich nicht den Kater hier überfahre? Der läuft hier nämlich rum unten unterm Stuhl. Hier des Stuhls. Gut. Wir haben jetzt mittlerweile einen weiteren Hafen. Glaube ich. Oh ne, wir haben wirklich schon alle ausgejinxt. Okay, alles klar. Das Blöde ist halt immer, ne? Wir verschulden uns jetzt hier quasi so ein bisschen. Ja. Muss man es eigentlich sagen, weil wir geben ja die ganze Zeit Zeug und wir gehen ja in Verbindlichkeiten sozusagen, weil wir Unterhaltskosten zahlen müssen, obwohl wir extrem auf den Handel angewiesen sind. Was auch so realistisch ist eigentlich, ja. Und dass es halt wirklich so extrem viel ausmacht, dass die Dinger gekappt werden, diese ganzen Handelswege, und dass es wirklich wichtig ist, eine Flotte zu haben. Vielleicht sollte ich mal so eine Art Compendium-Video machen. Das ist wahrscheinlich eher eine Serie. Was für ein Total War Spiel. Ja, was man aus den
älteren Total War-Teilen vielleicht mitnehmen sollte für die neueren. Was sie besser machen würde. Weil da doch einiges im Argen ist mittlerweile. Aber gut, wir sehen uns gleich, wenn der Zug durchgelaufen ist. Nein. Das ist nicht dein Ernst. Schon wieder? Mit Preußen sind jetzt auch noch verbündet. Okay, wir sind raus. Bei denen ist keiner dabei. Dort sind die Amis zumindest dabei. Oh mein Gott, ey. Brauchen wir noch eine Ostarmee. Und wir müssen auf jeden Fall die kleinere Armee, die noch im Westen steht, verlegen. Wir müssen auf jeden Fall schnell... Oh Gott. Schön, wir in Finnland verlieren. Ah, ja. So, komm, beendet. Okay, das heißt... Unsere Flotte. So. Können die hier nicht... Doch, die kann hier raus. Guck mal kurz dieses eine Schiff hier. Ja, man sollte vielleicht wirklich nicht... Wir haben gegen ein Schiff gerade die halbe Flotte verloren, ja. So, du. Det går inte, befälhavare. Några befälhavare inväntar order. Jetzt ist natürlich der hier auch wieder in Reichweite. Das sind beides Fregatten. Wie viele Leute haben wir jetzt drin? Drei Kanonen. Der hier. Zu viele. Ich glaub's einfach nicht, ey. Was soll man sagen? Finnland war das Einzige, was nicht gedingst war, ne? Es wurde Zeit, auch euch hier mal aufzufüllen. Kanonen bräuchten wir dann da auch, dass wir zumindest das nicht verlieren. Das sind 12 Fünder. Mal hier eine Kanone. Ich meine, wenn ich es schaffe. Mal hier rüber. Kommt ihr hier noch drauf? Leg um Kuschen! Halt! Tramot! Marsch! So. Wir haben zumindest Minimalchancen. Also, falls wir hier irgendwie reinkommen. Kannst du hier vielleicht nochmal... Kannst du mal zwei Milizen? Verdammt. Ja, dann kannst du natürlich auch irgendwas machen, was besser unterwegs ist. Mal in die Infanterie. Ja, das haben wir jetzt echt nicht gebrauchen können, weil wir mit denen noch nicht fertig sind hier drüben. Vielleicht haben die die auch reingerufen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Aber das macht es halt noch wichtiger, dass wir hier die zwei Runden warten, dass wir nichts verlieren hier, ne? Würde ich mal fast behaupten. Das wird jetzt eh schwierig genug hier, weil wir die Flotte hier ja eigentlich... Komm, wir stecken sie mal da oben rein. Ja. Die ja auch noch reparieren müssen. Das, was so geht. Man kommt hier erstmal nichts mehr. Und die Bauern hier. Minus 1. 5, 4. Voraussage ist 4. Das heißt, nächste Runde ist eigentlich okay. Ja, die Amis werden uns kaum helfen können. Jetzt ist jetzt echt auch noch da drüben direkt ein Scheißschiff in den Hafen reingefahren. Ich glaub's einfach nicht. Die haben das wieder von lange hat geplant, ne? All unsere Häfen sind schon wieder kaputt. Und dass wir da gerade eben gegen dieses eine Schiff... So viel verloren dagegen, das kann doch echt nicht sein. Jeez, ey. Zumindest gehen wir gleich nochmal ein dickes Schiff hier. Danach haben wir wahrscheinlich wieder gar kein Geld mehr. Den Adel dürfen die wieder noch mehr besteuern. Nützt nichts.
Er wird auch wenig. Oh wow. Zum Glück haben wir diesen Schatz-Typen hier drin. Der ist richtig gut. Schnammbaum, wer ist unser Nachfolger nochmal? Hier, sie hier, ne? Sophia Albertina. Sie ist 2 Jahre alt erst. Oh mein Gott, ey. So, also ihr kriegt eine Kanone. Das heißt, ihr habt eine halbwegs vernünftige Armee. Eine Kavallerie-Einheit. Ich meine, wenn er mit einer ganzen Armee kommt, ist es eh vorbei. Aber normalerweise, ne? Wenn, ne? Normalerweise wollten wir Chancen haben. Ich weiß nicht, wie das ist hier bei den Dragonern. Die müssten eigentlich Repetierkarabine haben und keine klassischen Musketen. Also, dass sie auch eigentlich effektiver sind im Kämpfen. Es sind ja immer weniger Leute als eine normale Einheit. Bin sehr gespannt. Oh, die Dänen kommen raus. Dänen kommen raus. Okay. Das spielen wir natürlich. Wenn sie vernichten. Ah, genau. Und dadurch, dass wir hier ja schon... Warte, die kommen aber raus. Das heißt, ich muss nicht wirklich angreifen. Ne? Also, und ich habe den Vorteil, dass ich hier diese ganzen netten Nettigkeiten habe. Sondern machen wir das doch mal hier so knallhart, ne? Und ich kann es nicht wirklich so machen. Das wird sonst hier an den Waldrand. Kriegen nämlich so ein geiles Zeug hier, ne? Konnte ich da drin aufstellen. Ich muss sie fast hier aufstellen, oder? Es ist auch besser, sich auf eine Seite zu konzentrieren, würde ich behaupten. Dann machen wir dich hier drüben. So. Ja, fast. So. Du kannst direkt hier bleiben. Wir müssen gucken, dass wir die... mal die maximale Länge der Dinger ausnutzen, aber halt nicht zu viel. So, unsere gesamte Kavallerie, immerhin 4 Einheiten. Die kann sich mal hier aufstellen. Verstecken können wir sie, glaube ich, nicht im Wald. Sie haben natürlich auch Mörser, was auch übel wird. Aber sie müssen uns eigentlich angreifen. Was wiederum natürlich gut ist. So. Ich könnte auch versuchen, außer der Reichweite des Forts überhaupt zu gehen, weiter nach hinten. Okay. Mal hier nochmal so ein Ding hin. Hey Jungs, kommt hier hin, macht da euer Teil denn. Ihr kommt hier daneben hin. So, unsere gesamte Reserve kann man gar nicht wirklich sagen, aber. So, ihr kommt hier dahinter, dass ihr hier direkt eventuell helfen könnt. Macht da einen Teil dahinter. Da wir ja wirklich nicht wissen, was der Feind hier vorhat, machen wir das auch nur so. So, dann stellen wir dich noch hier in Reserve auf. Und dann hier noch so. Okay. Aufstellung beenden. Da sind die ganzen Dänen auf der rechten Seite. Unsere Kanonen müssten sie aber... zumindest so halb beschießen können. Ich meine, wir können die da theoretisch auch rausziehen, glaube ich. So, ich denke, dass ihr dann direkt mal hier rüber könnt. Oh, Bitzen. Ich meine, die Kavallerie hier draußen, die Schwerter auf die Flanke da. Da kommen Dragoner. Ich glaube, oh nein. Ich bin auch im richtigen Moment hier, hä? Kann ich jetzt, glaube ich, nicht so mit, dass man die Typen hier eigentlich runterziehen muss. So, ihr zwei werdet reichen, um hier die
die Jungs da hinten kaputt zu machen. Dragoner sind schon am Fliehen. So, und wir können mit Sicherheit zum Beispiel euch mal hier vordrücken lassen. Kommen hier aus allen Seiten. Ne? Da ist Infanterie, da ist Infanterie. Wobei, dann bleibe ich einfach hinten, oder? Passt schon. So, holt sie euch. So, euch hier zurückkommt. Damit euch alle neuen Kundi angreifen. Was beschießt ihr eigentlich denn gerade hier? Versucht mal die ganzen Mörser hier zu treffen, alles was hier drin ist. Seid die Jungs hier hinten, ihr könnt versuchen diese Infanterie hier zu treffen. Und ihr beschießt mal hier die Infanterie. Okay, jetzt müssen wir die Haubitzen haben wir erledigt. Da ist die Frage, ob wir durch ein offenes Tor noch reinrennen können, aber ich glaube, nein, ist mir wirklich offen. Okay, kommt zurück hinter die Linien. Das ist hier quasi ihr Last Stand, ne? Jetzt kann ich, wie der Filmmodus hier geht. Der geht doch ja nicht mit K. K? Nein? Gibt es hier überhaupt einen Filmmodus in dem Teil? So, sehr schön. Wir könnten sogar auf Karteschen hier vorne stellen. Mach das mal, weil die kommen hier gefährlich nah auf uns zu. Deswegen haben wir die Leute hier dahinter aufgestellt noch. Weil das Problem natürlich ist, dass wir hier unter Umständen unsere eigenen Leute treffen, wenn die hier nicht aufpassen. Sieht trotzdem alles aus. Okay, sie kommen jetzt langsam auf der ganzen Linie hier an. Noch mehr Dragoner. Komm, schieß mit den Karteschen. Zumindest einmal haben wir rausgeschossen. Ja, da. Okay, gut, gut, gut. Und wieder auf normale Munition. Haben wir denn Glück damit da reinzuschießen? Es ist eigentlich ist es ja sehr unwahrscheinlich. Oh, wir treffen aber echt in der Gegend hier. Oder die schießen einfach gegen die Wand, das kann auch sein. Aber die Mörser, die treffen halt unter Umständen tatsächlich. Die erste Reihe wieder dran. Ich glaube, die Russen hatten gar kein gliedweises Feuern. Bin mir nicht ganz sicher. Das würde uns natürlich auch helfen. Kanonenkugel. Ja, ja. So, wie wäre es, wenn ihr versucht, ich würde sagen, versucht mal dieses Tor zu treffen. Ihr könnt euch hier dann eher um sowas hier kümmern. Es ist ganz witzig, dass es diese Dinger hier sind, weil, ne, so ab dieser Zeit, ne, um 1800 rum, dann wurde es dann langsam, also später dann, umso mehr, ne, hier zum Ersten Weltkrieg, zum quasi zur Kulmination des Ganzen, wurde es ja immer beliebter, dass man sich seine, dass man eben nicht als hier, wir kriegen von hinten von alleine. Ah nee, das sind die Mörser, die hier einschlagen, ja? Unglaublich. Wurde natürlich immer beliebter, hier sich entsprechend einzugraben, ja? Geht wieder ran an die Arbeit hier. Ich glaube, das waren wirklich nur die Mörser, die Kanonen, nicht unsere eigenen Leute hier.
glaube, das waren unsere eigenen Leute, in dem Fall. Ja. Okay. Guck mal ein bisschen weiter vor hier. Schau euch da genau rein. Dieser schöne Rauch, der überall aufsteigt. Gott sei Dank haben wir hier. Also das Gute an den Nerke-Welten, also an den ganzen Spezialeinheiten, ist natürlich, dass die alle nicht viel, aber einen ganz kleinen Tick besser sind als die Standard-Leute hier. Das sind natürlich nur Bürger mit Musketen. Die geben sich natürlich Mühe, aber ja, das ist alles die professionelle Truppen nicht so einfach. Ja, das ist ein normales Infanterieregiment. Ja, hier, man merkt es auch, ne? Hier ist der Kampf auch ein bisschen ausgeglichener. Klar, ne? Die sind natürlich auf offenem Feld, haben gar keine Deckung. Aber wir haben ja auch Verluste eingesteckt. Ja. 9% Schaden, ne? Ja, jetzt machen wir hier mit allem, was wir haben, hier auf dieses Tor hier schießen. Was passiert hier gerade von den Typen hier? Hoffe nicht. Also Leute, hier mal raus, weil... Oh, da sind tatsächlich... Da ist Britten Artillerie. Haben die jetzt echt rausgebracht hier? Da ist auch ein KD. Ja, das ist, die sind die von drin, okay. Okay. Das heißt, wir reiten hier rüber, deswegen ist die KD hier auch noch auf der Seite, ja. Wir werden trotzdem mit den beiden Regimentern hier auf die Jungs hier vorrücken. Infanterie. Keine Sons, Jungs. Wir nutzen ja zumindest hier die Deckung hier. Schon keine Kanonen mehr dastehen. Weil theoretisch könnte man ja. Also man könnte die eigentlich übernehmen, aber naja. Es kann ja nicht jeder Kanonen schießen, ne? Die sind eigentlich am Fliehen schon. Oder haben die gerade uns hier angeschossen, oder? Das KD schützt sie natürlich so halb, aber wenn wir von der Seite her kommen, dann... Oh, sie nehmen sie gerade tatsächlich wieder auf hier. Wollen sie umpositionieren, das ist natürlich perfekt in dem Fall. So, ihr könnt das Feuer auf das KD veröffnen. Auch wenn wir hier Gefahr laufen, unsere eigenen Pferdeleute zu treffen. Pferdeleute. Warum zieh sie raus? Was ist das hier? Welcher General ist getötet? Großartig. So, feuert. Sehr gut, da haben wir hier die Artillerie auseinandergenommen. So. Dann werden wir hier so forsch sein und tatsächlich das Ding erklettern gehen hier. Während ihr hier zulauft, so geht mal hier die Jungs hier niedermetzeln. Ich glaube, das Ganze ist schon fast gelaufen. Ich schneunige jetzt einfach mal. Mörser sind es noch, aber da werden wir jetzt halt mit denen hier hochklettern, ja. Da ist tatsächlich nochmal ein Regiment dran. Sind aber auch schon sehr geschwächt. Was haben wir hier? 11%. Hier wird nochmal gekämpft. Feuert! Sie beschießen uns von da oben. Oh, los. Schaut euch da hin und schießt. Ganz gemütlich, ja, bloß keine Eile.
aber die hängen noch, weil sie zwischen verschiedenen, ja. Das wird ein teurer Abstieg hier, glaube ich. Oh wow, die sind durchs Tor einfach reingelaufen. Das ist natürlich auch nett. So, jetzt komm schon, greif mal an hier. Ist nichts in der Nähe. Noch gibt es mehr von uns als von denen. Och Leute, stellt euch nochmal auf hier. Kommt alle, los, 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 los. Go, 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 go. Kohärenz will ich hier sehen. So, und du versuchst mal hier reinzurennen und die zu töten, falls du das irgendwie schaffst. Da kommen die letzten drei hier noch, ja. So, kriegen wir das jetzt mal hin? Freunde? Gott. Die laden erst nach. Schneller! Ja. Wir sagen, wir schicken mal mehr Leute hier vor. Das wird ja sonst nichts. Oh, okay, es wurde doch noch was. Wir haben eines halbe genau abgefahren, ich war nicht da. Sieg, ein glorreicher Sieg. Ich glaube, wir haben aber mehr Verluste genommen als. Ja. Notwendig. Ja, die Mörser, die haben die ganze Zeit reingeschossen. 1688 jemand verloren. Nee, warte, das sind sie. Wir. Von, ich, ja. Puh. Das wäre heftig gewesen. Kann ich eigentlich sehen? Nee, ich kann nur meine eigenen Leute sehen. Ich hätte ja gern gesehen, wie viele ihre Mörser gekillt haben. Okay. Das Bündnis mit Österreich. Haben die gerade Tribut? Oh, klar. Das war das Ziel unserer Diplomatie. Jetzt ist wieder spannend. Jetzt kommen gleich die Russen dran. Ja, die fahren zurück. Das ist die nächste Armee. Oh mein Gott, die setzen die jetzt hier aus und greifen die uns an. Mein Gott. Wir gegen die, hä? Ich kann mich nicht zurückziehen. Das heißt, ich muss so kämpfen. 450k Infanterie, okay. Ja, ich schätze, wir müssen es versuchen. Mein Gott, hoffentlich haben die Dragoner. Da bin ich aber wieder. Ja, zumindest haben wir ein paar Kanonen dabei. Die können ja das Blatt durchaus wenden. Ich weiß nicht, ob die anderen Typen auch direkt noch angreifen können. Ich hoffe es nicht. Sonst wird das unmöglich, jetzt das zu halten. Es ist eh extrem schwierig, weil wir die andere Armee auch noch abholen müssen jetzt. In Finnland landen. Da sind wir in diesem schönen Dörfchen. Oh Mann. So. Ja, ihr müsst auf jeden Fall alle absitzen. Das ist halt echt das Lustige. Ne? Die kämpfen gegen Russen, die auch noch mehr Leute haben. So, das habt ihr Repetierkarabiner. Sieht nicht aus wie normale Musketen. Okay, dann geht Boom wahrscheinlich. Die schicken wir da rein, ja. Trotzdem habe ich natürlich schon so eine ungefähre Vorstellung, was wir hier machen werden. Wir werden uns hier verteidigen. So. Die armen Pferde stehen ein bisschen ungeschickt, ehrlich gesagt. Mal hier hinten dann. So. Stell die Jungs mal dahin. Oh, dann, nee, aufsitzen. Absitzen. Ihr kommt hier hin. Ihr stellt euch hier daneben hin. Die Kavallerie bleibt auch hier auf der linken Flanke.
Okay, und du auch nochmal aufsitzen. Absitzen. Und du hältst dann irgendwie hier die Linie, schätze ich. Ich werde sowas runtergehen. Ja, ey. Ja, einer soll ja eigentlich da rein tatsächlich. Komm, das machst du. Warte mal, wir haben wie viele? Oh, wir haben drei. Eins, zwei. Okay. Okay. Schnell beenden. Schnell rennt ins Haus rein. Wir müssen das nutzen. Ihr gottverdammten Idioten! Das war unser Haus! Jesus! Der Kanonen! Ich könnte sie jetzt wenigstens durchschießen durch das tolle Ding. Wir müssen, wenn sie hier näher sind, dann auf Kartäschen auf jeden Fall setzen. Ja, die haben wir jetzt auch schon wieder erwischt hier. Mal darüber. Wir haben aber auch schon einige von ihnen erwischt, offensichtlich. Vielleicht war das auch der russische Winter, man weiß es nicht. Infanterie. Sylanten-Infanterie. Gott, das sind so viele. Ich glaube, der Wald brennt. Das ist aber auch nur das Haus, was vor sich hindampft. Die ganze Mitte besteht nur aus Kanonen. Und? Das sind auf jeden Fall Karabiner. Ja, aber es sind normale Vorderlader offensichtlich. So, geht mal auf Kartäschen hier alle. Hier auch bald. Ihr schießt dann da rein. Ihr beschießt ihn hier. Durch darüber, ihr macht auch Kartäschen rein. Oh mein Gott, das ist einfach zu viel Firepower hier. So Leute schießen gar nicht. Ich finde nur komische Kommandos aus. Hallo, was ist das denn hier? Oh, schießen. Ich schätze, wir müssen mal unsere Kavallerie jetzt auch mehr in Bewegung bringen. Oh mein Gott, die russischen Horden kommen. Das Kanon ladet nach. Sie landen Infanterie. Die haben wir zurückgeschlagen, die im Wald. Uns fürs Erste. Und hier wird zumindest auch wieder geschossen. Zum Glück. Ja, ne, aber Dragoner ohne Repetierkarabiner sind halt auch echt nichts wert, muss man halt sagen, weil ne, sonst
Das ganze Prinzip funktioniert ja nicht, weil es ja immer weniger Leute sind. Sie können vielleicht einen Punkt halten oder so, auf die Schnelle, aber mehr vermutlich nicht. Wie lange bleiben wir hier drin, ist die Frage. Okay, wir sollten wieder rausziehen. Schieß mal auch die da hinten. Wir haben das schon... Ja doch, wir haben eigentlich... Die werden so dezimiert, die Jungs hier. Sie kommen wieder. Oh shit, die haben sich umgedreht und beschießen unsere Leute hier. Hallo, weg, weg, weg hier. Boah, sie sind endlich geflohen, meine Güte. So, jetzt Kardashian hier drauf. Konzentrieren. Oh Gott, mach mal. Seid mal nicht ganz so frech. Kommt lieber zurück. Bevor sie wieder schießen, idealerweise. Komm schon. Außer Reichweite unser Kardashian leider. Und zurück. Schnell, 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 schnell. Zieht sie weiter zurück hier. Oh ja. Natürlich, verfolge sie. Das ist sehr wichtig. Jetzt haben sie auch noch die High Ground hier. Tut es, ich kann jetzt auch nicht mehr zurücklaufen. Ja, ihr habt euch einen richtig guten Platz zum Captain ausgesucht hier. Idioten. So, komm zurück, los, los, schneller. Nein, nein, nicht ihr. Kanonenkugeln. Und darüber schießen. Mein Gott. Was zur Hölle? Schützenkavallerie hier. Haltet die mal auf. Gut. Hier, alle auf die Jungs hier. Haben wir sie wenigstens getroffen einmal oder so? Sie stehen erstmal. Ist auch nicht schlecht. Es ist so komisch, dass die Leute die Garnison nicht mitkämpfen, ne? Das ist dann wiederum irgendwie strange, aber naja. Der General wird da drüben fallen, leider, wahrscheinlich. So, jetzt hier drauf alle. Da ist er gefallen. Herr Roscher tot. Ja, das heißt, dass diese Kosaken uns gleich in den Rücken fallen werden. Gott. Beide Regimenter hier sind gebrochen. So, auf Kardashian. Wir werden es halt leider nicht schaffen, dass wir werden jetzt einfach hier unsere Kanonen wegballern. Ihr greift die hier an, schießt da rein, beziehungsweise ihr Dragoner. Also weil da kommen nicht auch noch die Infanterie hoch. Hier.
wir hier. Ja, sie haben uns hier gestürmt. Ich denke, dass es das war. Oh wow, außer unserer Artillerie schlägt sie natürlich zurück hier, aber naja. Komm schon, schieß. Mein Gott, wie sind die hier vorgerückt? Okay. Will ich darüber? Du schießt darüber. Die haben einfach zu viele Truppen. Das fliegt sogar um die Linieninfanterie. Wenn man niemanden mehr da sagen kann, ne? Jungs, rafft euch mal, ne? Nein. Nur noch die Artillerie steht. Ja. Badan von russischen Horden. Anders kann man das nicht sagen. Bitter. Tja, dann würde ich sagen, machen wir mal nächste Folge weiter. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, euer Tollen.